Inmitten der Stille eines verlassenen Ortes erhebt sich ein altes Wohnhaus, das die Spuren der Zeit trägt. Die Zimmer sind verwüstet, doch der Geruch von Verfall fehlt. Es scheint, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Im Keller, gut versteckt, lagern noch ungeöffnete Flaschen Wein, als ob der letzte Bewohner jeden Moment zurückkehren könnte. Doch nebenan, in der Werkstatt, erzählt das wahre Herz dieses Ortes seine Geschichte. Alte Autoteile, vergessene Werkzeuge und sogar komplette Motoren liegen im Staub. Was ist hier passiert und warum wurde alles zurückgelassen? Begleitet mich auf eine Reise in die Vergangenheit dieses geheimnisvollen Ortes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Wir befinden uns wieder in einem Lost Place, und zwar im verlassenen Wohnhaus. Es ist noch einiges hier, aber einiges ist verwüstet. Die Tür da hinten stand einfach wieder offen und wir erkunden das Ganze jetzt mal. Einiges zurückgeblieben, aber ich würde sagen, es wird schon einiges durchwüstet. Die Salzbrezeln, die wir hier haben, sind 2006 schon abgelaufen. Okay, hier ist die Küche, die aber ganz schön mitgenommen ist. Einiges an Gewürzen, die noch hier rumstehen und sogar noch eingeordnet sind, nur die Salzmühle fehlt. Hier sind auf jeden Fall schon irgendwelche Nagetiere unterwegs. Die scheinen irgendwas mit Autos zu tun gehabt haben, weil hier einige Visitenkarten rumliegen von VW. Und der Kalender hier ist von 2007, also auch schon eine ganze Weile verlassen. Aber der Strom hier ist abgestellt, der Stromzähler ist weg. Hier haben wir noch eine Postkarte aus der Türkei. Steht aber leider kein Datum drauf. Und den Kühlschrank haben wir hier, wo ich mich aber eigentlich gar nicht traue, den aufzumachen. Na gut, der ist leer. Hier geht es dann relativ steil in den Keller. Aber das lassen wir erstmal aus. Wir gehen hier erstmal weiter. Das hier wird so eine Art Abstellkammer gewesen sein, weil hier auch die Heizung drin ist. Auch 2007 zuletzt geprüft. Und dann geht es hier weiter ins Bad. Das Klo sieht richtig lecker aus. Ich würde sagen, da gehen wir gleich mal hoch, ne, in den ersten Stock. Was uns hier wohl erwartet. Also ich muss sagen, wenn es seit 2007 verlassen ist, es stinkt hier noch nett und nicht. Ah ja, und hier hat wohl jemand versucht, auf den Dachboden zu schauen. Ich würde sagen, wenn das schon jemand so dahingestellt hat, testen wir das gleich mal. Der Kohl wird von der Natur schon zurückerobert. Hier wachsen schon die Pflanzen rein. Und hier auf dem Boden liegen ein paar Medikamente rum. Naja, Schlaftabletten. Was haben wir hier? Gegen Muskelkater und Kryostat. Die Zeitschriften hier sind von 2004. Hier hat wohl jemand versucht, Diät zu machen, einen Essensplan für Freitag. Hier der Kicker ist auch von 2003, 2004. Ich muss sagen, hier riecht sogar nach frisch gewaschener Wäsche, was echt merkwürdig ist, dafür, dass das schon so lange leer steht hier. Aber vielleicht liegt es hier in diesen Duftbeuteln. Naja, hier kommt auch schon die Decke runter. Ich würde sagen, wir gehen da mal noch in den Keller und gucken, ob es da noch was Interessantes zu sehen gibt. Hier ist sogar noch die Krankenkarte zurückgeblieben. Und Kleidung für ein kleines Kind. Ja, dann wollen wir mal die steile Treppe hier runtergehen. Ach, da ist ja die Tür. Krass, das hier wäre der Eingang, aber die haben da einfach das Holz rausgeschlagen.
Hier ist die Tür. Naja, okay, weil die abgeschlossen ist. Hier im Keller sind noch ein paar Weihnachtskrippen. Einmachgläser mit Honig. Und da hinten habe ich gesehen, liegt noch Wein. Ich weiß nur nicht, ob der zu ist. Ja, hier haben wir Wein von 1996. Von 1994. Und eine Flasche Sekt liegt da auch noch. Oh, von 1996. Da fehlt aber schon einiges, würde ich sagen. Und hier ohne Baujahr. Hier sind auch noch frisch eingeschweißte Kassetten. So, hier aus dem Keller können wir auch wieder raus jetzt. Und gehen mal noch in den Garten, würde ich sagen. Gucken wir mal, was es da noch zu sehen gibt. Hier stehen noch zwei Fahrräder. Und da oben ist der Balkon, der zugewachsen ist. Und das hier war wohl mal die Garage. Wo aber leergeräumt ist. Und nur noch der Arbeitsmantel hängt. So, wir gehen jetzt mal noch nebenan ins Haus. Dort ist wohl noch eine alte Werkstatt, so wie das aussieht. Also jedenfalls habe ich da schon ein paar Motoren gesehen und das erkunden wir jetzt auch noch. So, wir fangen jetzt hier mal im Bad gleich an. Da sind schon die ersten Autoteile. Und das Bad ganz schön runtergekommen. Die Decke ist da auch schon ein bisschen eingestürzt. Aus der Küche ist man dann hier in eine Scheune gekommen, wo aber eigentlich nur noch Müll rumliegt. Hier auch alles komplett zugewuchert. Und wenn man hier rausgeht, kommt man bei jemand anderem im Garten raus. Also das, wo wir eben waren, in dem Bad, das war auf jeden Fall eine öffentliche Toilette, so wie das hier aussieht. Und hier kommen wir schon der Autowerkstatt näher. Hier sind lauter Autoreifen, Rückstrahler, irgendeine Ölpumpe, ne, sogar Klima. Und hier wurden dann die Sommerreifen eingelagert. Hier, das sieht sogar aus wie irgendwie so ein Ofen oder sowas. Kann mir einer sagen, was das ist? Auch als ich hier reingekommen bin, die Tür steht wieder offen, sind hier einige Motoren. Also standen hier gleich einige Motoren und haben mich begrüßt. Deswegen gehe ich von aus, dass das hier eine Autowerkstatt war. Die Wasserflasche hier ist 2017 abgelaufen. Und hier stehen wir in dem Haus nebendran, wo ich auch noch gedacht habe, dass es verlassen ist. Aber das ist komplett eingestürzt, das ist schon komplett offen. Gucken wir mal, ob wir der Treppe noch vertrauen können. Naja, das hier ist aber auch schon komplett eingebrochen. Nur da hinten ist noch eine alte Registrierkasse. Das ist mir hier zu heikel lang zu laufen. Ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg runter. Wobei ich sagen muss, das Dach da draußen, ob man das jetzt auf der Kamera erkennt, weiß ich nicht so genau. Sieht relativ neu aus. Also das Haus war auf jeden Fall interessanter als die Werkstatt hier jetzt. Das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer.